Schönen guten Tag heute am Buß- und Bettag. Das ist eigentlich eine ganz alte Erfindung, der Buß- und Bettag. Im Mittelalter, als schreckliche Pandemien die Welt beherrschten, die teilweise sehr, sehr lang dauerten, über 100 Jahre, da schwieg die Kirche nicht, sondern sie brachte sogenannte Totenbüchlein raus. Ars Moriendi. Die Kunst zu sterben. In diesen Totenbüchlein, die echte Bestseller waren, ging es aber gar nicht so sehr um das Sterben, sondern um das Leben. Und dieses Leben sollte geprägt sein von Buß- und Bettagen, nämlich der inneren Hinwendung zu Gott. Um dann nachher, und so schlossen diese Totenbüchlein, Carpe Diem, das Leben zu nützen und zu genießen. Das fand ich eigentlich eine ganz tolle Erfindung. Und das möchte ich uns heute mitgeben für den Buß- und Bettag. Carpe Diem. Nutze die Zeit, die dir noch bleibt, die Gott dir schenkt. In diesem Sinne einen guten Buß- und Bettag. Tschüss.